Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Sideloading von Apps unter iOS. Denn diese Apps werden wir benötigen, damit wir im nächsten Schritt diese manipulieren und verändern können. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, was für Tools wir benötigen, damit wir diese Manipulation und Analyse durchführen können. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, hier oben verlinke ich euch das Ganze nochmal. Aber im heutigen Video, wie gesagt, Sideloading. Wir schauen uns die zwei verschiedenen Varianten an, die es da momentan gibt. Und zwar ist es auf der einen Seite Sideloadly und auf der anderen Seite zeige ich euch AltStore. Also bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto wie Unity, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, wie in der Einleitung gesagt, heutiges Thema dreht sich ganz um Sideloading von Apps unter iOS. Und ich möchte gar nicht so viel Zeit da verstreichen lassen, sondern wir schauen uns direkt mal die Tools an. Ja, das ist der AltStore. Ihn gibt es für Windows als auch für Mac und ist im Prinzip eine Desktop-Anwendung, mit der ihr dann den AltStore, eine separate Store-App, auf dem iPhone installieren könnt. Ihr benötigt dafür mindestens einen kostenlosen Developer-Account von Apple, mit dem könnt ihr insgesamt Apps für 7 Tage auf dem iPhone ausführen. Danach müssen diese neu installiert werden. AltStore nimmt euch die Arbeit hier an der Stelle ab, denn es läuft auf eurem Gerät, wo ihr den AltStore, also die Desktop-Anwendung installiert, automatisch ein Programm im Hintergrund, was die Installation regelmäßig auch anstoßen soll, damit die Apps immer ausgeführt werden können. Wenn wir auf dem iOS-Gerät schauen, schaut das Ganze dann so aus. Ich habe hier einmal den AltStore aktiv und ich habe hier auch schon eine zweite App installiert. Ja, wenn ich jetzt neu zusätzliche Apps installieren will, gehe ich da oben auf das Plus, suche dann hier eine entsprechende App aus, zum Beispiel diese App hier. Und danach fängt AltStore direkt an, diese App zu signieren. Ja, wenn die App dann installiert ist, wird sie mir hier direkt angeboten. Ich sehe, die ist noch 7 Tage gültig. Draufgehen kann ich jetzt nicht, aber wenn ich dann rausgehe, sehe ich jetzt hier, das ist die App. Ja, und das erste, was wir hier sehen ist, falls ich das Ganze zum ersten Mal mache, ist, dass ich meinem Account, mit dem ich hier diese App signiert habe, erstmal vertrauen muss. Dazu klicke ich diese Meldung hier weg und ich gehe in die Einstellungen. Wenn ich die Einstellung geöffnet habe, gehe ich unter Allgemein etwas runter und zwar zur VPN und Geräteverwaltung und dort sehe ich den Account, mit dem ich meine App installiert habe. Ich sehe jetzt, dass das Ganze zwar überprüft ist, aber noch nicht vertrauenswürdig ist, deswegen gehe ich da oben auf diese Vertrauensschaltfläche. Dann fragt mich mein Gerät nochmal, ob ich dieser Apple-ID vertraue. Die hat die Apps signiert und unter dieser werden die ausgeführt. Das ist jetzt hier meine persönliche, also das passt auch. Und ich bestätige das Ganze mit Erlauben. Damit sind diese Apps ab sofort lauffähig und wenn ich die App starte, sehe ich auch, dass diese funktioniert. So, der zweite Weg, den wir hier gehen können, ist mit Nutzung von Sideloadly. Sideloadly läuft alternativ genauso ab. Wenn ich Sideloadly das erste Mal verwende, muss ich da auch eben erstmal meine Apple-ID eingeben, mit welcher ich das Ganze signieren möchte. Das habe ich jetzt bei mir schon mal getan. Ich habe auch mein iPhone angeschlossen. Das Ganze ist hier. Also wenn das an euer Mac zum Beispiel gekoppelt ist, ist es entweder, wenn ich es per USB-Kabel, das habe ich jetzt zum Beispiel hier, verbunden, als auch per Wi-Fi, sieht man hier hinten an der Endung. Eigentlich ist es egal, per Wi-Fi ist es im Prinzip auch erreichbar, wenn ich es nicht angesteckt habe. Da unten ist meine Apple-ID und mein Apple-ID-Passwort da schon mal hinterlegt. Und da oben tue ich dann meine Anwendung hinzufügen
Oder ich kann auch ganz einfach hergehen und ziehe diese da drauf. Dann ist sie direkt ausgewählt. Anders als wie beim Alt Store habe ich unter Sideloading noch weitere Möglichkeiten, wie ich hier die App noch ein bisschen verändere. Wenn ich hier zum Beispiel schaue, kann ich hier zum Beispiel den App-Namen ändern. Ich nenne die jetzt einfach mal Einstein 2051. Die Bundle-ID lasse ich unverändert und dann kann ich auch dieses Sideloading auch starten. Sideloadly fängt das Ganze auch gerade an zu installieren. Wir sehen es auf dem iPhone hier. Installiert sich es auch gerade und es ist schon passiert. Wenn ich jetzt hier schaue, die App heißt jetzt auch Einstein 2051. Es ist genau die gleiche App, die ich mit Altstore installiert habe, gerade jetzt eben über den anderen Weg. Und wenn ich diese jetzt hier starte, dann läuft sie genauso. Ja, mittels dieser zwei verschiedenen Möglichkeiten habe ich jetzt die Möglichkeit, ganz einfach eigene Apps für die Analyse auf mein Gerät zu installieren. Einziger kleiner Haken bei der Sache, die App, die ihr installieren wollt, muss eine App sein, die nicht verschlüsselt ist. Grundsätzlich werden Apps, die auf dem Gerät via App Store installiert werden, mit einem persönlichen Schlüssel verschlüsselt. Das heißt, selbst wenn ich Root-Zugriff habe oder irgendwie an diese App-Installationsdaten, was weiß ich, mittels Man-in-the-Middle-Angriff auf die Verbindung, die das iPhone zum App Store herstellt, abfangen würde, könnte ich mit dieser Datei nichts anfangen, weil der Installer verschlüsselt ist und somit nur auf meinem iPhone läuft. Falls euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr das Video liked und meinen Kanal abonniert. Das unterstützt meine Arbeit wirklich sehr. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann werdet ihr keine neuen Videos mehr von mir verpassen. In diesem Sinne freue ich mich auf das nächste Video mit euch.